Ja, schönen guten Abend auch von unserer Seite. Herr Sommer, erstmal Ihnen danke für die Einladung, für die Einführung und dann Ihnen hier allen vielen Dank, dass Sie an einem sonnigen Spätnachmittag hier den Weg ins Museum gefunden haben. Einige von Ihnen auch schon das zweite Mal aus diesem Anlass, schon vor 2,5 Monaten, als wir das Gespräch ursprünglich schon mal führen wollten, was dann kurzfristig leider nicht möglich war. Also vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ja, ich habe im Vorfeld überlegt zu dem heutigen Gespräch, wann ich Sie eigentlich das erste Mal persönlich gesehen habe. Und dann fiel mir ein, das war ziemlich genau vor 10 Jahren, auch bei einem Künstlergespräch, also das nicht ich geführt habe. Das war in Berlin bei einem Artforum der FAZ. Und da ging es sehr viel um den Kunstmarkt, ging es vor allem auch um die Stellung der Frauen auf dem Kunstmarkt, sondern die nach wie vor existierenden Benachteiligungen institutioneller Art von Frauen in der heutigen Kunstwelt. Und Themen, auf die wir heute sicher auch mehr oder weniger vielleicht zu sprechen kommen. Was allerdings in diesem Gespräch gar nicht zur Sprache kam damals, waren Ihre Bilder selbst. Das hatte vielleicht auch damit zu tun, dass das Gespräch nicht im Rahmen wie hier eine Ausstellung war, sondern ganz unabhängig davon. Aber ich weiß, dass ich das damals schon sehr schade fand, weil ich, wann immer ich Ihre Bilder gesehen habe, eigentlich immer auch viele Fragen an die Bilder habe. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir heute sagen, das erste Mal jetzt tatsächlich in einem solchen Format auch gemeinsam auf der Bühne sind. Und ja, tatsächlich wollen wir viel über Ihre Bilder sprechen. Viele von Ihnen haben die Ausstellung ja schon gesehen. Die, die es noch nicht getan haben, können das noch nachholen nach dem Gespräch. Und viele haben sicher auch einige der Bilder noch frisch im Kopf. Wir haben aber auch eine kleine Präsentation, wo wir ein paar der Bilder hier zumindest in halbwegs hoffentlich erträglicher Qualität an die Wand bringen. Auch alles Bilder, die in der Ausstellung sind. Und ich dachte mir, dass es vielleicht ganz schön wäre, wenn wir so ganz vage so drei Leitfragen hätten, wenn wir uns mit Ihren Bildern beschäftigen. Ganz naheliegende Fragen wohlgemerkt. Auch erst einmal so die Frage, ja, was zeigen Sie uns eigentlich auf Ihren Bildern? Ist letztlich vielleicht nicht so banal, wie es sich erstmal anhört, weil die Frage impliziert auch schon, was zeigen Sie uns nicht? Die zweite Frage, wie zeigen Sie uns das, was Sie uns zeigen? Auch das nicht ganz so banal, wie es vielleicht erstmal scheinen mag. Und die dritte Frage wäre, ja, was machen dann eigentlich die Bilder mit uns als Betrachterinnen, als Betrachter? Ich glaube, das ist sogar eine Frage, die besonders ergiebig ist bei Ihrer Kunst. Und wo man, Dann aber Sie beantworten, ja, oder das das Publikum. versuchen wir dann sicher gemeinsam, aber da wird es auch die eine oder andere Frage vielleicht an Sie dabei geben. Und ich dachte mir, das erste Bild, was wir uns anschauen, ist aus dem Jahr 2007. Man würde ja immer am liebsten gleich jetzt irgend so einen Titel sagen, aber das geht bei Ihnen nicht. Vielleicht können wir das sogar gleich mal am Anfang schon klären. Ihre Titel bestehen darin, also steht auch nicht ohne Titel bei Ihnen, sondern der Titel ist immer die Jahreszahl und dann das Format. Also dieses Bild heißt jetzt 2007, 190 mal 150. Also so heißt im Katalog bei mir in der Datenbank hat es noch eine Nummer, Ja. also so eine laufende Ja. Jahresnummer. Innerhalb des Jahres entstehen so und so viele Bilder und die sind dann 2013 eins bis irgendwas halt durchnummeriert. Aber es gibt keinen Titel. Warum? Ich denke, man sieht doch alles eigentlich. Also ich Ja. finde, dass einerseits also zum einen sieht man alles und zum anderen finde ich es immer so ein bisschen schwierig mit den Titeln. Also entweder man nimmt irgendeinen literarischen Titel, dann finde ich es immer so ein bisschen das Problem, dass der das Bild auf so eine bestimmte Fährte führt, die ich dann vielleicht auch nicht unbedingt möchte. Und nur einen sachlichen Titel, ja, soll ich sagen, Hund vor geblümtem Sofa, das ist so banal und
finde ich eigentlich auch unpassend. Und deshalb denke ich, ohne Titel ist eigentlich gerade bei so einer Art von realistischem Bildmotiv unnötig für mich. Mhm. Also ich denke, da kann sich jeder seinen eigenen Titel suchen, wenn er möchte. Mhm. Hund vor geblümtem Sofa. Sessel. Oder Sessel eher, ja. Also der Sessel ist natürlich erstmal sicher das Auffälligste bei diesem Bild. Und man fragt sich, ob man jemals selber einen solchen Sessel wo gesehen hat, ob es den überhaupt gibt in einem solchen irrwitzigen Muster. Oder ob Sie den erfunden haben, um sich auch möglichst die Arbeit schwer zu machen als Malerin. Nee, die gibt es schon, den habe ich schon irgendwo gesehen. Aber mir war gerade bei diesen Bildern wichtig, dass es einfach irgendwelche Möbel sind, die mich malerisch interessieren, aber die nicht jetzt besonders interessant sind, weil sie von einem wichtigen Architekten oder so gemacht sind, sondern das sind oft auch einfach, ist Mobiliar, was ich noch aus meiner Zeit, als ich im Ruhrgebiet wohnte, gesehen habe. Also einfach im Grunde bildunwürdige Möbel. So, das fand ich immer so ganz schön, die dann zu nehmen, um daraus sie bildwürdig zu machen. Also oft irgendwelche ganz doofen Teppiche, eigentlich geschmacklose Dinge auch zum Teil, die aber dann im Bild doch eine Funktion kriegen und auch schön werden. Also irgendwie ja zu einem Motiv werden und dadurch bildwürdig werden. Das war mir immer sehr wichtig. Mhm. Mhm. Also das, was man früher mal pittoresk genannt hat, etwas, was im Bild interessanter ist als in der Realität. Das würde man wahrscheinlich für diesen Sessel hier sehr gut sagen können. Und ja, ich glaube, man spürt und man sieht erst recht, wenn man vor dem Bild steht, die Lust, die Sie hier auch hatten beim Malen eines solchen Musters, diese Farben, diese Kleinteiligkeit, natürlich auch zugleich hat es ein Volumen, man hat jetzt nicht nur einfach ein Muster, das so eine glatte Fläche ist und wie man das jetzt ins Bild bringt. Und natürlich auch so ein bisschen so natürlich kunstgeschichtlich, man denkt natürlich Matisse und so weiter, also das sind ja auch so Dinge, gerade als Maler denkt man ja auch immer so in Kunstgeschichte und hat natürlich auch immer solche Dinge da noch vor Augen. Was gab es da, wie wurden Blumen, wenn gemalt, wie wurden so Motive gemalt. Aber bei dem Bild war mir eigentlich dann auch sehr wichtig, das ist so ein bisschen blöd, ich weiß auch nicht, ob ich was falsch mache oder ob da irgendwie ein, merken Sie, dass da immer so ein Wackler drin ist? Also ich, nein. Nee, geht? Nee. Ah, okay, ich höre das nur immer. Dass dieser Sessel so ein bisschen auch dem Hund natürlich die Show stiehlt auf irgendeine Art oder so eine Konkurrenz da auf einmal ist oder man erst im zweiten Moment den Hund sieht. Also von daher im Bild ist das natürlich auch motivisch wichtig für mich gewesen. Ja, dann ist natürlich besonders interessant, da kennen wir schon zu dieser einen Frage, die mich immer so beschäftigt, so aus welcher Position wir eigentlich hier auf dieses Bild schauen. Wir stehen ja irgendwie hinter diesem Sessel, blicken so auf den Sessel, sehen, der ist leer. Aber das ist ja nicht die einzige Position, die wir hier in diesem Bild haben. Wenn Sie mal jetzt sich vielleicht den Spaß erlauben und die unteren zwei Drittel abdecken von dem Bild und nur das obere Drittel anschauen, dann stellen Sie fest, hoppla, plötzlich sind wir in einer ganz anderen Position, nicht mehr irgendwie in 2 Meter oder 1,80 Meter Höhe über dem Sessel, sondern irgendwie in der Perspektive des Hundes, der am Boden liegt, so in der klassischen Froschperspektive. Und wir haben ja eigentlich so eine doppelte Perspektive und dann versucht man das so nachzuvollziehen, wo das eigentlich kippt von der einen in die andere, findet aber diesen Punkt nicht. Da ist so diese glatte, spiegelnde Fläche und irgendwie rutscht man auch auf dieser Fläche als Betrachterin, Betrachter immer wieder aus zwischen der einen und der anderen Perspektive. Also ein richtiges Kippbild eigentlich, was Sie hier gemacht haben. Und das ist ja nicht nur hier, das ist halt hier besonders virtuos und besonders stark, diese zwei Perspektiven, aber wir haben häufig bei Ihren Bildern so nicht nur eine Perspektive auf einen Bildraum. Ist, glaube ich, noch nicht in Ihrem ganz frühen Werk so, das hat sich erst so im mittleren Werk, glaube ich, entwickelt. Gab es da für Sie so ein Schlüsselerlebnis oder können Sie selber die Genealogie dieses Bildprinzips ein bisschen beschreiben? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich habe ja vorher wirklich so sehr direkt Dinge immer gemalt, Porträts oder Früchte, die so sehr frontal waren. Aber selbst bei den Früchten fing das dann irgendwann doch an, dass man auch als Betrachter einfach keinen Standpunkt mehr hatte. Man stand nicht vor so einem Baum, man war eher so überwältigt. Da habe ich einfach auch darüber, über den Standpunkt eines Betrachters nachgedacht oder auch über meinen Standpunkt im Grunde. Das ist ja so dasselbe. Und irgendwann ist das einfach passiert, dass ich
dass ich irgendwie mir und auch jedem anderen dadurch den Boden so ein bisschen weggezogen habe. Und dann entstanden auf einmal diese spiegelnden Flächen. Das ist jetzt nicht so vorsätzlich gewesen, aber es kam mir doch sehr zu Pass einfach. Und dass da auch so Brüche drin sind, die nicht so ganz richtig jetzt in dem realen Sinne funktionieren können, das mochte ich einfach auch sehr, weil es einfach ein Bild ist und ein Bild hat einen anderen Bild, hat einen Bildraum und hat einfach eine andere, ist so ein Illusionsraum, der funktionieren soll für mich. Das habe ich ja schon oft auch gesagt, ich will, dass der Raum plausibel ist, aber er soll nicht realistisch sein. Und das gefällt mir dabei einfach. Man glaubt dem Bild, dass das so ist, wie es ist, aber eigentlich stimmt es gar nicht so. Das war so ein Reiz, der diese Bilder dann für mich hatte. Und ja, Also könnte man auch sagen, damit beweisen Sie auch die Möglichkeiten der Malerei, auch genau. Die Macht der Malerei. Genau. Jetzt hier eben so einen vermeintlich realistischen Bildraum zu haben, den aber dann nochmal willkürlich irgendwie zu brechen oder zu verändern. Und auch sonst machen Sie das ja gerne. Und deshalb lohnt es sich eigentlich immer, Ihre Bilder länger anzuschauen, weil man fast immer auf so Stellen stößt, wo diese vermeintliche Realität dann gebrochen wird. Also hier ist einigen von Ihnen sicher schon aufgefallen bei dem Hund. Der spiegelt sich ja. Aber wie spiegelt er sich? Nicht so, wie die Physik das uns vorgeben würde. Also hier haben wir nochmal eigentlich eine Brechung der physikalischen Regeln, nicht nur was die Perspektive des Bildraums anbelangt, sondern auch was eben die Spiegelung anbelangt. Aber nicht nur die Brechung ist interessant, dass der Hund im Spiegelbild anders aussieht als am Boden liegend, sondern eigentlich auch, wie Sie das jetzt brechen. Also im Spiegelbild blickt uns der Hund eigentlich an, als wenn wir an das Bild blicken. Das heißt, der Hund nimmt eigentlich Kontakt zu uns auf. Plötzlich ist das nicht mehr einfach nur ein leeres Interieur, wo irgendein Hund schläft und uns gar nicht bemerkt, sondern wir werden eigentlich auch als Betrachter eben dann doch indirekt zumindest wieder angeblickt. Und das verändert dann schlagartig, wenn man das merkt, verändert das ja schlagartig auch die eigene Position. Man ist plötzlich auch ertappt. Genau. Und das hat mich halt da sehr interessiert. Ja. Auch so auch dieses Philosophische, die Dinge schauen dich an. Also genau. Das ist ja einfach so das auch. Und da schaut der Hund einfach und er ist im zweiten Moment. Also das gefiel mir einfach dabei. Also dieser Moment, die Dinge schauen dich an und dann reagierst du darauf. Also ein bisschen ist man dann so der ertappte Voyeur. Genau. Also erstmal ja vielleicht auch jemand, der gar nicht so wirklich einen vorgesehenen Platz in dem Zimmer hat. Man steht da so hinter diesem Sessel und wir sehen auch nicht so viel von dem Raum, wissen also auch nicht, was da noch ist und was da noch passiert. Also sind auch in einer ungesicherten Position, was da im nächsten Moment vielleicht wer da noch eintreten könnte oder was sich da ereignen könnte. Und dann kommt eben dieser Blick des Hundes. Also das hat eine unglaublich, damit so eine Spannung, dieses Bild, und eben auch so diese Kippmomente, die da drin liegen. Aber die natürlich auch so passieren, dass ich mir so einen Hund in einer Spiegelung anschaue und man eigentlich nie immer dasselbe sehen kann. Oder auch, ich habe mir ja auch so Fernsehbildschirme in der Spiegelung angeguckt, wo ich dann immer merkte, entweder ich sehe den Fernseher oder ich sehe die Spiegelung, aber man kann nie beides gleichzeitig sehen. Und also bei so einfachen Momenten entsteht dann etwas, das dann das Ergebnis auf einmal hat. Also ich beobachte etwas und gucke mir das an und denke auf einmal, ja, das kann man gar nicht gleichzeitig sehen. Und dann geht das so assoziativ weiter. Dann denke ich, ich habe früher gerne Comics gelesen, an Lucky Luke, der immer schneller war als sein Schatten. Das fiel mir dann natürlich auch gleich an. Und das sind alles so Momente, die dann immer so mit in diese Bilder im Grunde einfließen. Ja. So kleine Gedankenmomente. Also gleichzeitig ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort, so eine Simultanität für Ihre Malerei insgesamt, weil ich immer wieder den Eindruck habe, Sie würden gerne erreichen, dass man Dinge, die man normal nicht gleichzeitig sehen kann, doch gleichzeitig wahrnehmen muss. Oder Sie wollen die Leute das sorgen als Mehrwert auch bieten, als wenn man jetzt einfach sich einen realen Raum anschauen würde, dass da eben jetzt man sowohl ein Objekt und seine Spiegelung sehen kann oder ein Objekt und seinen Schatten sehen kann. Oder oft haben wir ja diese Motive mit den Glasscheiben. Man sieht die Glasscheibe und das, was hinter der Scheibe ist. Und Sie malen beides mit derselben Sorgfalt, mit derselben auf derselben Ebene in gewisser Weise auch, um es dann wirklich in diese Gleichzeitigkeit zu bringen. Also dass wirklich das eigentlich Paradoxe passiert, dass auf einer Fläche oft mehrere Dinge eigentlich simultan sich ereignen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich so eine Besonderheit oder so eine auch Herausforderung, die sich offenbar selber stellen, diese,
zu überlegen, wie kann ich letztlich noch mehr Bilder in einem einzigen Bild unterbringen. Ja, und wie kann man überhaupt, also was können Bilder heute noch? Oder ja. Was ist ein Grund, noch überhaupt Malerei zu machen? Weil das ist ja auch so eine Frage, wo man manchmal mit seinem Pinsel dasteht und sich komisch vorkommt, dass man das noch tut, wo man denkt, man könnte auch einen Film machen, man könnte auch ganz viele andere Dinge machen, man könnte Sachen zusammenbauen, man könnte irgendwie mit Folien am Computer arbeiten. Und ich muss ja immer doch gucken, wie kann ich die Malerei noch weiterbringen? Also wo ist da noch eine Möglichkeit für mich? Und das ist halt so mein Weg, ja, an der Malerei weiterzuarbeiten. Mhm. Gehen wir mal ein Bild weiter. Ja, Sie haben ja oft auch so ein ganz erkennbare, auch mehr oder weniger vielleicht bekannte Orte, gerade bei Ihren Interieurs- oder Innenraumbildern. Hier sind wir jetzt in Krefeld. Der Hund begleitet uns vom letzten Bild. und auch er spiegelt sich nicht physikalisch in vorhergesehener Weise, sondern ein bisschen anders. Und hier blicken wir jetzt durch eine Luke. Mhm. Aber jetzt sagen Sie selber, was wir hier genau sehen, in welchem Haus wir hier sind. Und also ist es auf jeden Fall, dass ich mal weiß nicht, wer die Ausstellung gesehen hat, das ist ein kleines Bild. Das wirkt ja jetzt natürlich sehr groß. Also das Bild ist etwa so 60 mal 90, genau, glaube ich. Ja. Und das ist, man schaut quasi ins Haus Esters und ins Haus Lange. Also die haben jeweils an ihrer Eingangstür, ich weiß nicht, wer die Museen kennt, aber wenn man da reingeht, der Mies van der Rohe hat da so Makassertüren gemacht und hat da so kleine Gucklöcher eingebaut, durch die man halt, ja, durch die der Besitzer eben gucken konnte, wer da kommt. Und das ist eben der Blick in das Haus. Aber auch durch das Haus durch und weiter in den Garten. Und hinten im Garten sieht man dann nochmal die Schrift Ichs, die sich auf einen ehemaligen Kollegen von mir, der leider schon gestorben ist, bezieht. Der heißt Ludger Gerdes, der hat so eine Skulptur im Garten stehen, die Ichs heißt. Ja, und das ist da einfach zu sehen. Der Blick ins Museum, in den Garten rein, auf die Skulptur. Also wir haben so eine Staffelung an Räumen. Wir stehen so in dem einen Raum, blicken durch die Luke in den anderen Raum und durch das Fenster dann wieder ins Freie. Mhm, und haben dann noch diese Luke da nochmal so halb geschlossen, wo sich dann wiederum was spiegelt. Mhm. Also hier haben wir schon auch genau diese Simultanität auch wieder von Spiegelung und Raum und Bild, was hier so alles zusammenkommt. Und eigentlich wieder aber sind wir als Betrachter in so einer fast so einer voyeurartigen Position. Mhm. Das ist jetzt nicht der normale Blick in einen Museumsraum durch so eine kleine Luke, wo man auch gar nicht weiß, ist das überhaupt so vorgesehen oder hat man das jetzt zufällig entdeckt, dass man da auch noch reinblicken kann. Also damit entsteht auch wieder, wie oft bei Ihren Bildern, so ein gewisses Flair, das Geheimnisvollen, das leicht, fast sogar Unheimlichen, weil man eben nicht weiß, ist das jetzt alles so der offizielle Weg oder eben doch eine Hintertür quasi, durch die wir da an etwas rangeführt werden. Ja, das gefällt mir halt auch immer. Also deshalb habe ich auch, irgendwann bin ich auf diese Scheiben gekommen, weil so ein voyeuristischer Moment, den ich ja selber auch empfinde, wenn ich sowas male, ich schaue da in fremder Leute Räume im Grunde in das Interieur und male das. Und mir gefiel dann einfach da diese Scheibe auch davor zu setzen, um dadurch ja zum einen die Betrachter so ein bisschen auf Abstand zu halten. Das ist mir bei meiner Malerei auch immer wichtig. Ich will schon immer auch dass man die Bilder betrachtet und sich nicht in denen verliert. So. Also ich will schon, dass so ein Bild zum Gegenüber ist. Und wenn ich so eine Scheibe davor setze, ist das einfach auch ganz gut gegeben, dass man so als Betrachter sich außerhalb fühlt und auch so ein bisschen in so einen verbotenen Raum schaut. In dem Moment, wenn man in ein Haus guckt durch ein Fenster, fühlt man sich immer so ein bisschen wie ein Voyeur. Und das ist so ein Moment, den ich da auch immer gerne mochte und auch haben wollte. Also verbotener Raum, sagen Sie. Oder verbotener Blick. Ja, verbotener Blick. Blick eher, nicht der Raum, aber und der Blick. Und jetzt ist es ein Museumsraum, in anderen Fällen sind es auch Privaträume, ja, zum genau. Teil auch Räume, die signalisieren, dass sie allein durch ihre Größe, dass sie vielleicht eher reicheren Menschen gehören. Spielt da so rein, so eine Vorstellung auch von Exklusion, Inklusion, also dass man ja vielleicht auch Scham oder empfindet, Hemmschwellen hat, bestimmte Räume zu betreten.
gerade zum Beispiel so museale Räume, wollen Sie sagen, nochmal auch diese Position Betrachter weit zurückversetzen, in Position, die man vielleicht aus der eigenen Biografie noch aus der Jugendzeit kennt, dass man sicher, diese Hemmschwellen hatte? Und ist das für Sie auch zum Beispiel wichtig oder eine einschneidende Erfahrung gewesen im Umgang mit solchen Sorgen? Erhabenen oder eben musealen Räumen, dass man sich da erstmal gar nicht so reingetraut hat? Das mit Sicherheit. Also ich glaube, ich war das erste Mal im Museum, da war ich, weiß nicht, 17 oder so. Also mit meinen Eltern, meine Eltern sind nicht mit mir in Museen gegangen und in der Schule war das eigentlich auch nicht der Fall. Also ich bin eigentlich schon erst sehr spät in Museen gekommen überhaupt. Und so ein Museum hat immer, auch für einen jungen Künstler, als ich jung war, das erste Mal im Haus Esters war, das hat immer so was sehr Andächtiges und man schaut sich das an und denkt, ob ich auch jemals da irgendwie mal reinkomme oder da mal ein Bild von mir hängt. Klar, auch als junger Künstler ist das irgendwie so ein Ort, der auch, ja, den man andachtsvoll anschaut, das auf jeden Fall. Also da ist sicher auch so eine Beziehung, die damals da war, die sich doch weiterführt, auch in meine Bilder hinein, natürlich. Mhm. Gehen wir mal eins weiter. Wir bleiben ein bisschen Ich weiß übrigens nicht, was hier ausgesucht wurde, deshalb bin ich auch eher ganz erstaunt, welche Bilder hier auf einmal auftauchen. Ja, also jetzt haben wir ein Aquarell, davor hatten wir zwei Ölgemälde. Und auch hier bleiben wir aber bei dem Thema so der Raum, der vielleicht erstmal nicht vorgesehen ist für den Betrachter, für die Betrachterin. Das Bild ist aus einem ganzen Zyklus, den man entnehmen kann. Wir sind wieder in einem Museumsraum, ich glaube sogar wieder Haus Esters ist das ursprünglich, die ganze Serie, oder? Ja, nee, das ist jetzt so eine Serie, die entstanden ist. Also die Aquarelle entstehen zum Teil auch so als Studien oder Vorarbeiten, aber nicht nur. Und mich hatte halt im Haus Esters, Haus Lange, wollte ich gerne so ein bisschen Personal auch haben im Raum. Und da wollte ich jetzt nicht diese Familie malen oder irgendwelche anderen Leute. Betrachter habe ich irgendwann mit reingesetzt, aber ich dachte dann irgendwie, ist es auch ganz schön, mal eine Putzfrau zu sehen in so einem musealen Raum. Und so ist das, habe ich mich mit diesen Putzfrauen beschäftigt. Ich gucke auch immer gerne Filme, hatte mir viele Hitchcock-Filme auch angeguckt und habe dann festgestellt, auch Billy Wilder oder so, dass in so einer gewissen Zeit immer Putzfrauen in diesen Filmen auftauchten. So in 30er bis 50er Jahren. So Putzfrauen, die man auch vom zerrissenen Vorhang bis, also in allen möglichen Filmen tauchen Putzfrauen auf, die irgendwie überhaupt keine Relevanz für die Handlung haben. Und die meisten Leute sehen die auch gar nicht in den Filmen, weil die eben keine Relevanz haben und haben das immer übersehen. Aber mir gefiel das einfach, wie diese Putzfrauen da immer so postiert waren. Und mir gefiel einfach auch der Blick einer Putzfrau ja auf so einen Raum, weil eine Putzfrau schaut sich so einen Raum ganz anders an. Da sind ganz andere Kriterien auf einmal. Und ich hatte einen Film auch gesehen von Rehm Koolhaas, der Architekt Rehm Koolhaas, der hat einen Film gemacht über eine Villa, die er in Bordeaux gebaut hat, glaube ich, und aus dem Blickfeld seiner Putzfrau. Also diese Putzfrau geht durch die Räume und erklärt irgendwie eine wunderschöne Treppe, wie kompliziert das ist, die zu putzen, weil da so viele Ecken und Kanten sind. Also diese Momente gefielen mir einfach auch sehr gut. Und so bin ich eigentlich auf die Putzfrau gekommen und habe die Putzfrauen gesucht. Und diese Szene ist jetzt aus dem Film Mein Freund Harvey, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, das ist so ein Mann, der einfach immer neben sich so einen weißen Hasen hat, mit dem er immer einen Lüpfen geht, den aber nur er sieht, so im Groben gesagt. Und da ist halt diese Szene, wo eine Putzfrau irgendwie einen Mann, der schnell weglaufen will, irgendwie ins Rutschen bringt und der halt hinfällt. Und dieser Moment gefiel mir einfach gut, weil es einfach diese Frau war und der taucht halt öfter mal auch in meinen Bildern auf. Das habe ich hinterher dann öfter auch mal benutzt als Detail in einem Interieur. Mhm. Genau, und oft ja dann eben auch in einem Interieur, in einem Kunstinterieur, genau, wo man das Gefühl hat, der Herr ist vielleicht der Sammler oder der Eigentümer und die Putzfrau rächt sich vielleicht auch für manche kunsthistorische Ungerechtigkeit, die ihren Geschlechtsgenossinnen angetan wurde. Genau. Also im weitesten Sinne ein feministisches Bild. Genau. Aber eben vor allem wieder, wir sind jetzt hier ist jetzt noch viel offensichtlicher, dass wir eigentlich in den Raum gucken, wo eigentlich wir nicht vorgesehen sind. Genau. Es ist jetzt eben Schließzeit im Museum, die Stunde der Putzfrau. Und es ist auch dunkel, es ist auch kein Licht angeschaltet.
Der Raum ist auch deshalb halt nochmal ein bisschen unheimlich durch die Schatten, die da durch die Fenster fallen. Was aber ja auch andererseits uns zeigt, tatsächlich, so eine Putzfrau hat nochmal einen völlig anderen Blick auf die Kunst, hat auf eine Art sogar einen interessanten Blick durch diese Licht- und Schattenspiele, die sich ergeben, dass da nochmal eben so eine ganz andere Atmosphäre herrscht, die uns normalerweise vorenthalten bleibt. Aber wir sehen eben auch so ein bisschen so die Hinterbühne der Kunstwelt, die sonst ja sehr, sehr unsichtbar bleibt. Und das ist ja bei Ihnen bei etlichen Bildern Thema, sondern gerade auch die Figuren und die Tätigkeiten, die sonst eben kaum mal eigens Thema werden, ein bisschen nach vorne zu holen. Und ich musste natürlich, fällt mir noch gerade an, natürlich auch an Josef Beuys ein bisschen denken und die Putzfrau, die diese Wanne geschrubbt hatte oder so. Ist ja die Symbolfigur für die Kunstbanausin wiederum, die eben so nicht erkennt, dass das Kunst ist und das wegräumt. Also da hat sie einen sehr schlechten Ruf, aber sie rehabilitieren ja die Putzfrau auch in ihrem Werk. Also ich denke bei Ihnen da nie an die Beuysche Putzfrau, sondern eher an die Sie aus dem Film zitieren oder auch wirklich so die heimlich eigentlich alles durchschaut und eigentlich viel mehr weiß als alle anderen, weil sie eben die Räume auch nochmal in dieser anderen, ganz anderen, zu einer anderen Stunde kennt als alle anderen. Hier, das ist ja auch eines der großen Werke dieser Ausstellung hier. Ich denke, viele von Ihnen kennen auch den Vorbildraum, das Lehmbruck-Museum in Duisburg mit diesem Atrium, das Sie hier ins Zentrum gestellt haben, Ihres Bildes. Und ja, auch hier ist jetzt so ein Moment gezeigt, wo eben jetzt gerade geputzt wird im Museum, wo also diese großen Fensterscheiben hier gereinigt werden. Und man sieht hier Putzpersonal, man sieht natürlich auch dazwischen Skulpturen, man sieht manchmal auf den ersten Blick nicht so genau, was ist Skulptur, was ist jetzt hier jemand vom Reinigungspersonal. Man sieht vielleicht auch erst beim dritten Blick, wie viele figürliche Darstellungen es auf diesem einen Bild allein gibt. Und ja, also ich finde es erstmal wirklich bemerkenswert, dass Sie eben jetzt hier mal diese vermeintlich völlig banale, nicht bildwürdige Situation des Putzens im Museum so zeigen. Das aber auf eine Art und Weise zeigen, dass man das Gefühl hat, da steckt doch noch mehr drin an Aussage oder an Behauptung. Also wenn Sie mal gucken, wie jetzt hier geputzt wird, da über der Tür, mit welchem Schwung hier dieser Putzbesen geschwungen wird, da entstehen ja richtige Muster. Das ist ja eigentlich auch eine Art von Action-Painting, die da gemacht wird. Also man könnte schon fragen, sind nicht diese Reinigungskräfte genauso eben museumswürdig, sind sie nicht genauso Teil mit dem, was sie machen, unserer modernen Bildwelt, wie die Künstlerinnen und Künstler auch? Wollen sie ein Stück weit tatsächlich eine Aufwertung, eine Rehabilitierung Berufe schaffen oder ist es nur augenzwinkernd gemeint? Es ist ein bisschen augenzwinkernd gemeint, aber es gehört natürlich dazu. Es ist alles ein Ganzes. Natürlich gehören die ganzen Menschen dazu. Das ist natürlich auch wichtig. Aber also das Bild ist so entstanden, dass ich bin immer wieder da in dieses Museum gefahren und habe mir es immer wieder angeguckt, weil ich diese Skulpturen vorher auch, die gehörten der Familie Lange in Krefeld auch, und ich wollte denen so ein bisschen nachspüren und habe diese Skulpturen mir immer angeschaut. Und dabei ist mir halt dieser Raum aufgefallen. Ich weiß nicht, wer das Museum kennt, aber da ist halt dieser Glaskubus mitten im Raum. Das Museum hat der Manfred Lehmbruck, der Sohn von Wilhelm Lehmbruck, damals für seinen Vater gebaut. Er ist auch ein Mies van der Rohe-Schüler, sodass sich da auch wieder so mein Kreis schließt meiner Recherche. Und ich saß immer in diesem Raum und dachte, ich will irgendwie ein Bild von diesem Raum machen, aber ich wusste einfach nicht, wie. Ich dachte, ich kann das jetzt nicht einfach nur so abmalen. Und manchmal spielt einem dann einfach auch so ein Zufall mit rein, dass ich einfach... Da schien die Sonne so rein und ich sah diesen Raum, und dann hatte ich ein paar Tage vorher, was mich dann noch ganz nervös gemacht hat, hatte der Andreas Gurski ein Foto von diesem Raum gemacht, und ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Seit 5 Jahren will ich diesen Raum malen, und jetzt kommt mir dieser Fotograf Andreas zuvor und hat dieses Foto gemacht, und dann auf einmal schien die Sonne so rein und die Scheiben waren wahnsinnig schmutzig, und ich hatte dann nur so einen Moment lang, dachte ich, boah, wie sieht das wohl aus, wenn diese Fenster hier geputzt werden? Das war einfach so dieser Moment. Und
Ja, und dann hatte ich die Idee auf einmal. Also so ein ganz banaler Moment im Grunde, der das dann ausgelöst hat, dass ich darüber nachgedacht habe. Und dann habe ich den Raum für mich in Gedanken eingeschäumt. Und das ist dann im Grunde das Ergebnis. Also ich bin dann nach Hause gekommen, habe meinem Mann erst mal gesagt, nimm jetzt mal ein Besen, mein Mann, sehen Sie da in der Mitte in der Tür noch so leicht an, nimm jetzt mal einen Besen in die Hand und tu mal so, als würdest du damit irgendwie eine Scheibe wischen, weil für mich ist ja wichtig, ich will ja, dass das real aussieht, was ich male, also muss ich das ja irgendwo sehen. Also hat mein Mann dann im Wohnzimmer gestanden und mal so einen Besen so hin und her bewegt und das habe ich mir dann einfach... so als Vorbild genommen. Und so ist das dann einfach entstanden. Dann stand unten im Garten Gärtner und ich hatte Fotos gesehen, dass dieses Museum hatte, irgendwann war mal diese ganze Wand mit Efeu bewachsen. Das war dann aber, als ich es sah, nicht mehr da. Und das gefiel mir aber auch so gut, dass diese Natur da auch so wucherte. Und dann habe ich einfach das alles zusammengebracht und habe mir gedacht, okay, dann male ich den Raum nochmal mit dieser Efeuwand, die auch mal da war, und lasse die Gärtner aus meinem Garten dort das Efeu schneiden und musste natürlich bei dieser Geste gleich auch an abstrakte Malerei natürlich denken, an diese Geste, aber auch an Gerd Richter und den Pinselstrich. Das ist ja, wenn man malt, guckt man ja auf so eine lange Geschichte der Malerei auch zurück, dass das ja immer wirklich, da tropft dann ganz viel. Also die Kunstgeschichte ist dann, hat man immer sofort parat und ich musste eben an all diese Dinge denken und ja, die sind dann alle einfach da eingeflossen auch. Und was man eben auch sieht, also mir gefiel dann auch ganz gut, dass diese Figur ja fast so ein komisches Lebendigkeit kriegt von dem Lehmbruck, ja, die da vorne steht. Diese Frau, die tritt ja fast so aus dem Bild raus. Und gleichzeitig ist dieser eine Fensterputzer da links, der wirkt sehr real, aber das ist eine Figur von Duan Hensen. Es ist im Grunde auch ein Kunstwerk. Also dieser schwarze Mann dort ist eine Skulptur von Duan Hensen. Es ist ein Kunstwerk, es ist kein wirklicher Fensterputzer. Und so mischt sich das alles. Diese Skulptur vorne kriegt fast Leben und das gefiel mir einfach sehr gut dabei, dass es alles so ineinander fließt und man gar nicht mehr weiß, was ist real, was ist irreal. Alles ineinander fließt. Auch hier haben wir wieder so eine Simultanität. Genau. Also die Kunst und jetzt diese banalen Tätigkeiten geht ineinander, man kann es nicht mehr auseinanderhalten, man kann es nicht mehr wirklich voneinander trennen. Natürlich liegt es hier nahe, jetzt das auch noch ein bisschen weiter theoretisch zu belasten, was Sie sagen, hier an diesem Ineinander bieten, weil nur das Reinigen ist ja so eine der Grundmetaphern für die ganze Kunst der westlichen Moderne, also dieses Ideal eigentlich aller Avantgarden, sagen auch wieder so eine Tabula Rasa zu machen, sagen einen Nullpunkt zu finden, von allem Schmutz, sagen der Gesellschaft die Kunst zu reinigen und damit die Gesellschaft selber zu reinigen. Und also ich kann nicht umhin, an diese Metapher der Reinigung zu denken, wenn ich dieses Bild sehe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen selber da geht. Das ist alles mit eingeflossen. Ist schon, gehört schon dazu, auf jeden Fall. Ja, klar. Und dann aber eben finde ich diese schöne Wendung bei Ihnen, dass Sie sagen, eben dieser Reinigung dieses Pathos nehmen und das dann eben wieder so richtig erden. Und das hat dann eben auch was mit Putzen wieder ganz simpel zu tun. Mhm. Und hat dann eben doch wieder diese sozialkritische Dimension. Mhm. Auch das mal uns eben mal zeigen, dass Sie uns zeigen wollen, im Museum sind nicht nur die hehren Kunstwerke, das muss auch sagen, sauber gemacht werden. Da sind auch vielleicht eben Menschen zum Mindestlohn beschäftigt mit diesen Tätigkeiten. Und also diese Dimension ist eben auch ganz wichtig. Also auch hier eigentlich sagen, im intellektuellen Sinn finde ich das wieder ein extremes Kippbild eigentlich, was hier alles passiert. Und finde es auch deshalb halt ungewöhnlich, weil man ja jetzt sonst in moderner zeitgenössischer Kunst viel häufiger erwarten würde oder viel häufiger es einem begegnet, dass jetzt doch eher nur rein sagen, eine Welt gezeigt wird, die auch von vornherein so für die sagen, reichen Sammler gedacht und gemacht ist, dass sie jetzt nicht offenbar die reichen Sammler so sehr im Blick haben bei einem solchen Bild, sondern doch eher vielleicht ein breiteres Museumspublikum. Ich habe meist niemanden im Blick, wenn ich male, muss ich sagen. Ja. Also, weil klar hat man so einen Betrachter, weil man selbst Frage betrachtet, gewesen, aber ich, wenn ich male, malen ist für mich Denken. Und ich denke eigentlich beim Malen und kommuniziere mit meinem Bild. Und ich denke, habe eigentlich einen Betrachter erst ganz, ganz spät im Blick. Also es ist nicht so, dass ich
Entschuldigung, aber ich male nicht für Sie, sondern ich kommuniziere mit meinen Bildern und das Ergebnis. Natürlich will man als Mensch verstanden werden und Kommunikation mit anderen haben, aber das ist nicht so direkt, dass ich überlege, weil wenn ich etwas male, kommt das jetzt gut an oder erkennt der Betrachter, was ich meine oder so, weil das weiß ich ja in dem Moment selber nicht. Also da befrage ich dann eher mein Bild, was mir dann Antworten gibt, was mir dann sagt, du hast dich überfordert, das kannst du so gar nicht malen oder das war keine gute Idee oder also ich spreche mit meinem Bild über die Dinge und dann das Ergebnis sieht man dann hinterher und dann denke ich natürlich auch darüber sicher nach, wie wird man das sehen, aber das ist letztlich so der letzte Schritt. Also ist nicht so, dass ich die ganze Zeit irgendwie so einen Betrachter hinter mir sitzen habe, der, wo ich denke, wie wird er das finden? Also gar nicht, gar nicht. Mhm. Das. Gehen wir mal eins weiter. Ja, auch das ist ja eine größere Werkgruppe bei Ihnen, Bilder mit Schrift. Häufig die Schrift dann sagen, in eine beschlagene Fenster oder also Glasoberfläche geschrieben. Manchmal verrinnt sie schon wieder ein bisschen, obwohl sie ganz frisch vielleicht da erst hingesetzt wurde. Und auch da natürlich kann man wunderbar mit Anspielungen und Bezügen und mehreren Ebenen im wörtlichen und übertragenen Sinn arbeiten. Hier haben wir dieses Bild, ich muss eine Wand hinter mir haben. Ein Zitat auch aus der klassischen Moderne von Mies van der Rohe. Genau. Der das mal für sich und seine Arbeit sagte. Gilt das auch für Sie, dieser Satz? Ja, oder ich brauche schon mal eine Wand. Also ich meine, jeder braucht, ein Bild braucht eine Wand schon mal. Also ich brauche Wände, um meine Bilder zu zeigen. Also müssen meine Bilder auf jeden Fall eine Wand hinter sich haben, damit ich sie zeigen kann. Das in jedem Fall natürlich. Aber mir gefiel einfach dieser Satz auch. Ich muss eine Wand, oft sagen das ja auch Männer, die ins Restaurant gehen, setzen ihre Frauen immer auf den schlechten Platz und sagen immer, ich muss eine Wand hinter mir haben, damit ich dich verteidigen kann, wenn irgendwas, wenn irgendwie der Feind kommt. Also so eine Wand bietet immer Schutz und das ist immer so das Argument für die Männer, den besseren Platz im Restaurant zu haben. Und da muss ich natürlich auch dran denken. Aber für Mies van der Rohe sind natürlich Wände auch immer wichtig, weil er auch Wände braucht, um Räume aufzuteilen, um so einen Fluss in die Räume zu bringen. Und es gibt da auch so einige Karikaturen von ihm, wo er eben vor diesen Wänden sitzt, die er auch baut. Und ich mochte diesen Satz dann einfach sehr und wollte ihn einfach auf eine Scheibe schreiben. Und wie sowas dann entsteht, ist, dass ich natürlich überlege, wie mache ich das? Mir gefiel auch dieser Moment, dass es einfach ganz schnell weg ist. Ich habe dann also einen Wasserkocher genommen, bin ins Schlafzimmer gegangen, weil ich da noch so eine alte Doppelglasscheibe hatte, bei der das gut funktionierte. Habe das bedampft und dann ganz schnell diesen Satz geschrieben. Und ihn dann musste ich aber sofort auch dann fotografieren, weil das fließt sofort alles weg. Und dieser Moment des im selben Moment wieder Verschwindens dieser Wand, das gefiel mir dann einfach auch gut. Und deshalb, so ist dieses Bild dann einfach entstanden. Mhm. Und eben der Satz, der jetzt nicht auf eine Wand geschrieben ist, sondern auf eine durchsichtige Glasplatte geschrieben ist. Und dahinter meint man sowas wie eine Wand vielleicht sehen zu können, aber so ganz klar ist es eigentlich nicht, was man sieht. Also der Satz, der sich irgendwie selber auch nochmal irgendwo aufhebt, dann durch die Art und Weise, wie er präsentiert ist, das finde ich eigentlich doch sehr, sehr schön an diesem Bild. Mhm. Ja, auch hier ist was ein bisschen komplizierter, als man auf den ersten Blick vielleicht denken möchte. Auch hier haben wir wieder eine Glasscheibe letztlich, auch oder wir als Betrachter stehen hinter einer Glasscheibe. Durch die sehen wir jetzt drei Personen, die wiederum dann auf ein Gemälde blicken. Und falls sind wir in dem Fall diejenigen, die als Betrachter, die jetzt hier in die Scheibe was geschrieben haben, beziehungsweise nicht geschrieben, sondern diese Personen so ein bisschen durchgepaust haben, die da stehen, als wollten wir das Bild für uns festhalten, das natürlich in keiner Weise fixierbar ist. Erstens auch hier zerläuft das sehr schnell wieder, was man da in die Scheibe macht. Zum anderen, die Personen bewegen sich, es gibt Interferenzen. Schon hier gibt es so eine kleine Verwirrung zwischen den Konturen auf der Scheibe und den Positionen der Personen vor dem Bild. Und das Bild selber kennen wir alle auch wahrscheinlich. Ein Klassiker, Gerhard Richters Betty. Also wiederum auch eine Rückenfigur jetzt hier.
Also wir sind, haben so dreifach gestaffelt eigentlich. Erste Ebene wir als Betrachter, dann die Betrachter des Bildes und dann die Figur auf dem Bild selbst. Die auch betrachtet im Grunde noch, die dann auch noch vielleicht genau. auf ein graues Bild von Gerd Richter schaut. Wird oft mal geschrieben, ob es ja. das dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ja. es ist halt einfach die Betty von Gerhard Richter, das glaube ich meist abgebildete oder fotografierte Bild überhaupt aus der aktuellen Zeit. Und dieser Moment ist passiert, als ich in der Fondation Bayerle hatte Gerd Richter eine große Ausstellung. Ich war mit meinen Studenten dort auf der Messe und habe mir die Ausstellung dann mit denen angeguckt und es standen einfach drei meiner Studenten vor diesem Bild und schauten sich das an und guckten auch dahinter und davor. Es hängt ja hier im Museum so eine kleine Serie, wo man wirklich so merkt, wie sie versuchen, ja, dieses Bild einfach zu verstehen. Und sie redeten über das Bild und ich, das war einfach so ein Moment, ich stand hinter meinen Studenten, ich bin so leise hingegangen, sie schauten auf das Bild meines Lehrers im Grunde und ich als ihr Lehrer stand so hinter ihnen. Das war so ein ganz so ein magischer, merkwürdiger Moment und ich dachte immer, jetzt dreht euch doch mal um. Und das ist eigentlich so dieser Moment, dass sich diese Zeichnung drauf ist, ja, das sind ja die Gesichter im Grunde nochmal wieder umgedreht. Und das gefiel mir einfach ganz gut, diese Staffelung. Und so ist diese kleine Serie entstanden mit diesem Gerhard Richter, mit diesem Betty-Bild und meinen Studierenden davor. Mhm. Die versuchen, dieses Bild zu verstehen. Weil das ist ja auch so dieser Moment, wo man immer davor steht und sich fragt, warum ist das jetzt ein gutes Bild oder was macht gute Malerei aus oder wo ist das Geheimnis dieses Bildes? Also man versucht ja immer so rauszukriegen, was das Bild ausmacht. Und so standen einfach die Studierenden davor und das war so der Moment, den ich da bannen wollte, der mir so gut gefiel. Mhm. Also das finde ich wichtig, dass, diese Information, dass es Studierende von Ihnen sind, ja. weil damit haben ja wirklich so drei Generationen. Genau. Ihr genau. Lehrer hinten an genau. der Wand, dann sagen Sie ganz in der vordersten Ebene und in der Mitte dann die dritte Generation. Ja, ja. Wenn Sie sich jetzt hier als diejenige bezeichnen, die sagen, hinter den Studierenden steht, dann sind Sie ja auch diejenige, die jetzt hier sagen, in die Scheibe gemalt hat nochmal. Genau. Ja. Genau. Aber natürlich theoretisch stehen Sie jetzt nochmal hinter mir genau. und können mir nochmal ja, über die Schulter genau, gucken. Das genau. ist eigentlich so eine ganz schöne Vervielfältigung nochmal. Absolut. Ne? Also, ja, ja. ich sage nur wieder Simultanität. genau. So, mal kein Innenraumbild, kein Museumsbild. Aber wieder was mit Bild im Bild trotzdem, weil man das vielleicht auch gar nicht im ersten Moment sieht und auch hier wieder ein bisschen braucht, bis man die Raumverhältnisse für sich geklärt hat. Wahrscheinlich im allerersten Moment denkt man, ach, wir gucken jetzt hier einfach über einen Gartenzaun auf ein Grundstück und es ist Abenddämmerung. Man findet man vielleicht doch ein bisschen groß und merkwürdig beleuchtet die Blumen da links für eine solche Perspektive. Und dann sieht man vielleicht, nee, Moment, unten rechts, was soll denn das sein? Da ist ja jetzt, plötzlich taucht eine Frau auf, die da irgendwo auf einem Bett liegt. Wie kann man sich das erklären? Jetzt haben wir schon ja einige Bilder gesehen und gesehen, es geht oft um Fensterscheiben, um Spiegelungen. Das ist hier tatsächlich auch wieder der Fall. Wir sind als Betrachter hier tatsächlich in einem Innenraum. Genau. Und blicken durch ein Fenster in das Nachbargrundstück. Und was sich da auf dem Fenster spiegelt, ist das, was wir sehen können, wenn wir nicht aus dem Fenster schauen, nämlich was im eigenen Fernseher wohl gerade läuft. Ein alter Hitchcock-Film, auch genau, hier wieder. Genau. Und die Blumen stehen bei unserem Fensterbrett, die gehören also auch ins Interieur rein genau. und sind nicht Teil des Gartens des Nachbarn. Und wenn wir dann nochmal genauer blicken, sehen wir, dass der Nachbar offenbar dasselbe gerade im Fernsehen anguckt, weil durch das untere Fenster können wir einen Fernseher sehen, wo genau dasselbe Bild gerade ist. Und natürlich spiegelverkehrt, weil sich nicht genau. spiegelt in einer Fensterscheibe wie unser eigener Fernseher. Genau. Also auch hier haben wir es wieder mit Voyeurismus zu tun. Also man guckt, was der Nachbar macht. Man kann natürlich auch gleich wieder an den anderen berühmten Hitchcock-Film Fenster zum Hof denken. Um genau. den geht es hier in dem Film nicht, aber das ist der Mann, der zu viel wusste. Das ist hier der und Mann, die der die Frau zu ist Doris Day. Genau, ja. aber vielleicht trotzdem ja schon so auch bei Hitchcock angelegt, so dieses Voyeurhafte und diese doppelte Perspektive. Und das haben Sie sagen jetzt hier sagen so in eine Vorortsiedlung
Das ist Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet verlegt. Das ist, dieses Haus ist so ein Haus, wie es ganz viele bei uns im Ruhrgebiet gab. Ich komme ja aus Mahl. Das sind so Reihenhäuser, so, wo wirklich ein Haus wie das andere aussah. Und wenn man aus einem Haus rausschaute, sah man im Grunde vor sich das, was man auch hinter sich hatte. Und das ist im Grunde in dem Bild auch so ein bisschen drin. Also, dass man in einem Haus ist, aus dem Haus rausguckt und im Grunde würde, wenn aus dem Haus einer rausgucken würde, genau dasselbe sehen, was ich sehe. Also diese Verdoppelung, die ich dann in dem Fall nur durch so einen Blumenstrauß versucht habe, auch deutlich zu machen, indem sich dieser Blumenstrauß spiegelt und auch unten sehen Sie noch in der Mitte so eine Kaffeetasse, die sich spiegelt, entsteht auf einmal die Illusion von einer Scheibe. Also ich habe da ja im Grunde gar keine Scheibe gemalt, sondern ich habe nur irgendwie diese Blume hingesetzt, die sich spiegelt und habe diesen Fernsehbildschirm von der Doris Day, die sich eben auch in der Scheibe spiegelt, gemalt und dadurch entsteht, hat man gleich so die Assoziation, man ist in einem Raum. Also es ist nicht real, sondern es entsteht so und dieses Haus, wie gesagt, ist ein unheimlich hässliches Haus, was da irgendwo rumsteht, aber es ist einfach, das habe ich als Kind schon immer gehabt, wenn ich irgendwo hinguckte in irgendwelche Steine oder Marmor, das hat, glaube ich, jeder, entstehen auf einmal irgendwelche Dinge und ich sah dieses Haus und der Baum warf so einen Schatten auf das Haus und auf einmal wurde dieses Haus unheimlich schön und ja, und dann war auf einmal der Zauber da und ich wollte dieses Haus dann unbedingt malen und da ja in den 60er Jahren, weiß ich nicht, wer das noch weiß, aber man hatte 1 bis 2 Fernsehprogramme damals und da war das dann einfach so, wenn ein Hitchcock-Film lief, konnte man sicher sein, dass im Nachbarhaus derselbe Film geguckt würde. Das ist heute sicher nicht mehr so, aber und ich habe auch am Anfang das nochmal zu dieser Plausibilität, die ich meine, das Bild soll halt plausibel sein und ich hatte erst dann diese Spiegelung bei den Nachbarn eben auch reingemalt und dann habe ich eben nochmal einen Moment nachgedacht und dachte, Moment mal, das kann ja gar nicht sein, weil in meinem Fenster hier ist es eine Spiegelung, also muss das ja in dem anderen Fenster andersrum sein und dann habe ich dieses Fernsehbild wieder abgekratzt und habe es dann nochmal neu gemalt, aber seitenverkehrt, damit es einfach dann plausibel ist. Mhm. Aber trotzdem natürlich so gar nicht sein kann, aber darum geht es nicht, aber es soll zumindest so eine gewisse Bildlogik haben, also im Bild einfach plausibel sein. Mhm. Mir gefiel auch immer so dieser Satz, den der John Berger, das war schon sehr früh, habe ich diesen Satz immer gemocht und auch immer daran gedacht, der hat mal gesagt, in irgendeinem Text, John Berger ist auch ein Kunsttheoretiker, der einige Bücher über Malerei auch geschrieben hat und der sagte, Malerei, also gerade auch so ein gegenständliches Bild lädt den Betrachter ins Bild ein, um von da die Welt draußen zu betrachten. Und so ein bisschen ist Malerei für mich auch immer so eine Einladung ins Bild, damit sie von dort die Welt draußen betrachten können. Das fand ich immer so ein ganz schönes Bild eigentlich. Mhm. Mhm. Man könnte an diesem Bild aber im Grunde sogar die gesamte Geschichte der Malerei nochmal Revue passieren lassen, weil sie eigentlich es schaffen, in diesem einen Bild alle Sorgen gängigen oder historisch mal geläufigen Sorgen Herkunftsweisen, Erklärungsweisen, Funktionsweisen von Bildern zu versammeln. Also eine der ältesten ist ja zu sagen, Bilder sind eigentlich Schatten. Das erste Bild war ein Schatten an der Wand, der abgepaust wurde. Hier haben Sie fantastische Schattenspiele auf der Hauswand. Mhm. Dann gibt es die andere Tradition, die sagt, ja, ein Bild ist eigentlich ein Spiegel, wenn Sie an Platon denken oder so. Mhm. Hier haben wir Spiegelungen im Fenster. Dann haben wir in der Renaissance-Malerei die Vorstellung, ein Bild ist eigentlich ein Fenster. Wir blicken so an durch ein Fenster sorgen, wenn wir auf ein Bild blicken. Hier haben wir ein Fenster. Also das ist alles, sagen, hier kommt es wieder kompakt in einem Bild zusammen, völlig sagen, fast beiläufig und entspannt. Und man hat nicht das Gefühl, wenn man das anschaut, dass es ein theoretisch oder bildhistorisch aufgeladenes Motiv ist. Aber umso mehr staunt man, wenn man das dann feststellt, dass das eigentlich da alles drinsteckt und dann noch sagen, auch noch das mediale Bild, jetzt das Fernsehbild, das sagen, auch noch mal das Bild im Bild haben wir hier als Thema. Also sagen, für jeden Bildtheoretiker ist das sagen, ein Fest, dieses Bild, weil man alles im Grunde dran aufhängen kann, alle ja. Themen und alle Fragen und das eben mit einem Sujet, Sie haben es ja immer noch mal gesagt, das erste Mal, wo man meinen würde, ist gar nicht so bildwürdig, eben ein völlig durchschnittliches Vororthaus irgendwo, genau. Das man jetzt nicht ins Bild setzt, weil es von einem berühmten Architekten ist oder weil es eine fantastische Fassade hätte oder so, aber es gelingt Ihnen da sagen, all diese Typen von Bildlichkeit eigentlich noch mal zusammenzubringen, also auch wieder sorgen eine unglaubliche Verdichtung und Vereinigung von Dingen, die sonst sehr getrennt zueinander ablaufen.
Da haben wir nochmal die Doris Day in klein. Da haben wir sie nochmal in klein, genau. Aber ganz groß hier. Jetzt hier viel größer als original, ja. Das ist nur so genau. Groß. Und hier wird sie offenbar gerade gemalt. Ist noch nicht fertig und wird aber offenbar gerade auch von Ihnen gemalt, weil es gibt ja Fotos auch im Katalog hier zu dieser Ausstellung, so Making-of-Fotos, wo man Ihnen quasi über die Schulter schauen kann im Atelier. Und da sieht man ja, dass Sie tatsächlich auch so in vielen kleinen einzelnen Flächen das Bild erstmal zerlegen nach einer sehr genauen Vorzeichnung und die dann nach und nach ausmalen. Mhm. Und das ist jetzt hier schon weitgehend fertig, aber noch nicht ganz fertig. Also da wollten Sie sagen, auch mal jetzt direkt zeigen, noch mal ein bisschen, wie Ihre Bilder entstehen. Ja, das war so ein Moment. Ich hatte erst das andere Große halt gemalt, die Doris Day, und mir war, für mich war das so komisch, als ich sie malte und sie liegt da im Bett und hat die Augen auf und ich male sie mit dem Pinsel und ich habe mich einfach nur gewundert, warum zuckt die jetzt nicht, wo sie die Augen offen hat. Das ist, manchmal passieren so ganz komische Dinge und dann dachte ich, ja, verrückt eigentlich, dass sie nicht zuckt. Und dann dachte ich, diesen Moment möchte ich noch mal gerne noch mal malen. Und dann habe ich eben dieses kleine Bild angefangen und wollte einfach so mich nochmal beim Malen so malen. Und das, was unfertig aussieht, ist aber nicht unfertig, sondern es ist unfertig gemalt. Also das ist wichtig. Ich habe da nicht die Stellen freigelassen, sondern ich habe sie frei gemalt. So wie ich auch bei diesen roten Pinselstrichen eben die Pinsel nicht gezogen habe. Aber das sehen wir gleich noch genau da, sondern sie wirklich ganz akribisch gemalt habe. Diese schnelle Geste, die dann im Kontrast dazu ganz minutiös gemalt ist. Und gerade bei dieser Doris Day fand ich dann einfach das ganz schön, dass ich mir beim Malen zuschaue, aber im Grunde den Betrachter auch mal teilhaben lasse daran. Also im Grunde sieht man da den Pinsel und im Grunde schauen Sie mir über die Schulter, aber Sie könnten im Grunde den Pinsel auch in die Hand nehmen und selber, bitte nicht, aber können theoretisch selber da weitermachen. Das war so dieser, einfach so ein kleiner Moment, den ich einfach da nochmal bannen wollte. Mhm. Das haben Sie aber schon angesprochen. Auch ein Pinselstrich, auch, ja, genau. Eine ganze Serie von Ihnen, sind auch einige ja in der Ausstellung und deshalb genau kann man sich davon überzeugen, dass das, was man zuerst zu sehen glaubt, man nicht sieht. Also auch hier ja wieder so ein Spiel mit einer langen Geschichte der Malerei, sondern das Illusionismus oder gar der Trompe-l'œil-Malerei. Mhm. Also man wird so getäuscht als Betrachterin, Betrachter von Ihnen. Und dann auch hier, damit verändert sich natürlich auch die Aussagekraft dieser Geste, wenn man erst denkt, boah, wahnsinnig aggressiv, da hat jemand also was durchgestrichen. Und wenn man da näher kommt, ist man sich gar nicht mehr so sicher, ob es denn so ein aggressives Durchstreichen ist, wenn man sieht, wie das genauso glatt, genauso sorgfältig gemalt ist wie dieses Foto dahinter. Was natürlich bleibt, ist, dass man auch hier diese zwei Ebenen hat, also die auf der einen Ebene eben ein Schwarz-Weiß-Foto, leicht unscharf, offenbar nicht mehr kein neues, sondern altes Foto. Ja, und das hat zu aus irgendeinem Grund wurde das aussortiert oder markiert, man weiß es nicht so genau. Ich weiß auch nicht, ob Sie das überhaupt so eindeutig bestimmen wollen, was die Funktion ist dieser Ja, entstanden Striche. Ist es so, ich habe ja diese Haus Esters, Haus Lange Serie gemalt und da habe ich mir ja Archivfotos gesucht von dem Haus, wie es früher aussah. Hier sieht man ja auch so ein gelbes Bild mit so gelben Tropfen drin. Das ist ja eben dieses Haus, wie es damals von Mies van der Rohe in Auftrag gegeben war, so eine schwarz-weiße Fotoserie, wurde gemacht und diese Bilder habe ich halt benutzt und ich hatte halt dieses Foto eben vorliegen und ich wollte, mich hat dabei natürlich ein bisschen so Gerd Richters Fotomalerei interessiert und diese Pinselstrichmalerei, aber ich wollte halt dieses Bild, ich habe es durchgestrichen, weil ich wusste, Mies van der Rohe fand das gar nicht gut, dass die Familie Esters damals einfach ihre Möbel mitgenommen hat. Das ist ja oft, Architekten bauen ein Haus und dann ist denen natürlich auch am liebsten, sie machen die Möbel dazu und sind dann einfach so ganz irritiert, dass manche Kunden auch dann sagen, oh, ich würde aber auch gerne meine eigenen Möbel mitnehmen und nicht jetzt alles ganz neu haben, weil man hat ja auch, Mobiliar ist ja auch so ein Teil der eigenen Geschichte oder so. Und die Familie Esters hat halt darauf bestanden, dass in dieses Haus halt ihre alten Möbel kommen. Und ich meine, das waren diese Möbel, die Sie da sehen und das waren natürlich Möbel, die Mies van der Rohe nun wirklich völlig gegen den Strich gingen. Und dieser Moment gefiel mir einfach so und dann habe ich einfach
Dach habe ich einfach so für mies weitergedacht und habe das durchgestrichen. Auch natürlich, weil ich an Fotografie dachte und wo man da auch manchmal Fotos, die man schlecht findet, so ausstreicht. Diese ganzen Momente kamen natürlich dazu. Und ich einfach auch diese Idee schön fand, dass ich etwas, was man einfach gestisch ganz schnell macht, dass ich das quasi ausbaden muss, indem ich das wirklich ganz akribisch fein nachmale in vielen Stunden Arbeit einfach. Und ja, so ist im Grunde dieses Bild entstanden. Also das ist dieses Mobiliar, was Mies van der Rohe ablehnte. Es gab auch in der Zeit so eine Bauhauszeitschrift, da hat Willi Baumeister so ein Bild auch gemacht, wie wohnen und so nicht, stand dann da drauf. Und da war eben solches Mobiliar auch durchgestrichen. Und also ich beziehe mich schon immer auf sehr viele Dinge dann immer, wenn ich solche Bilder mache. Und das war eben in dem Fall jetzt so die Herleitung. Also ist ja dann schon nochmal auch ein Bekenntnis zur klassischen Moderne eigentlich, was Sie da abgeben. So wie wir auch vorher schon dieses Mies van der Rohe Zitat hatten. Also das ist jetzt schon noch für Sie eine Figur, die Geltung hat nach wie vor. Ja, aber so beides eben. Aha. Also Mies van der Rohe sehe ich auch sehr kritisch. Das habe ich auch in so diesem langen Bild, was ich da habe. Da habe ich ja noch Lili Reich reingebracht, weil Mies van der Rohe schon sehr so immer dargestellt wird als derjenige, der alles gemacht hat. Aber es wird ganz vergessen, dass seine Partnerin Lili Reich unheimlich viel dazu getan hat. Und das hat er eigentlich wenig gelten lassen oder wenig ins Licht gerückt. Deshalb habe ich da von ihr auch mal so einen Stuhl als Spiegelung mit reingebracht in so ein Haus von Mies van der Rohe, weil mir das schon auch wichtig war, dass sie sehr wichtig auch für ihn war und ja, auch für seine Karriere. Und dass sie fällt so ein bisschen unter den Tisch, bis heute im Grunde. Ne? Sie haben ja auch nachträglich noch die Sammlung von Haus Estas korrigiert und noch Frauenkunst, genau, Kunst und noch von Frauen mit reingeschmuggelt, genau. Die damals gar nicht gesammelt wurden. Genau. Oder nur in ganz kleinem Rahmen. Ja, so. Genau. Also ein bisschen muss man so Dinge, das kann man als Maler, hat man ja die Freiheit, es geht ja nicht, man kann alles korrigieren oder man kann es so malen, wie man denkt. Das ist, muss ja nicht der Wirklichkeit entsprechen. Ne? Das ist ja das. Woran ich allerdings da auch noch gedacht habe, es gibt ja von Jörg Immendorf dieses frühe Bild hört auf zu malen und genau, auch so ein, genau so ein durchgestrichenes Kreuz. Und im Grunde, diese Aussage dementieren Sie ja jetzt performativ, indem Sie das jetzt eben sogar eben so besonders illusionistisch malen, eigentlich nochmal zeigen, was kann Malerei, was kann sie nach wie vor, die auch Aussage. Malcolm Morley hat es auch gemacht. Genau, hört der auf auch zu malen. Hat er auch mal dieses Bild so durchgestrichen. Ist eigentlich ad absurdum damit geführt. Genau. Ja, vielleicht ist das sogar eine ganz gute Schlussgeste. aber gerne nehmen wir auch noch Fragen aus dem Publikum entgegen, sollte es welche geben. Ja, gerne noch Fragen, wenn Sie irgendwas wissen möchten. Ja, ich weiß jetzt nicht, es gibt, glaube ich, ein Mikro oder Sie können sehr laut sprechen, das weiß ich nicht. Vielleicht besser mit Mikro, es kommt, ja, da kommt schon ein Mikrofon. Ja. Vielleicht erst die Dame da und dann gab da vorne noch eine Meldung. Ich traue mich fast nicht, aber ich habe es nicht richtig verstanden. Das Foto ist doch gemalt von Ihnen. Ja, aber ich hatte als Vorlage eben ein Foto aus dieser Villa. Ja. Also ich hatte Schwarz-Weiß-Fotos aus dieser Villa und das ist alles gemalt, natürlich. Alles gemalt. Ja, aber ich habe es als Foto gemalt. Also da war für mich das Thema nicht ich wollte das Foto als Foto auch malen. Also es soll ersichtlich sein, dass das ein Foto ist. Deshalb ist da ja auch dieser Rand noch, dieser weiße Rand drum. Aber es ist alles gemalt, natürlich. Genau. Jetzt war da noch, glaube ich, eine Meldung. Ich erinnere mich, dass ich das erste Bild von Karin Kneffel auf der Art Cologne gesehen habe, Anfang der 90er Jahre, ein riesiger Misthaufen mit Hühnern drauf. Und ich dachte, so eine Frechheit, so ein Bild hier zu zeigen. Und ich wollte dann unbedingt die Person auch mal persönlich kennenlernen. Dann kamen diese wunderbaren Früchtestillleben, die also die Illusion hatten, man wollte reinbeißen in diese Früchte. Die neue Serie deiner Bilder, die haben für mich so einen morbiden, leicht morbiden Touch. Ist das dir bewusst oder lehnst du diese Einschätzung ab? Ich habe nämlich dann gemerkt, dass bei den beiden Bildern mit den
mit den Tulpen, die roten und die gelben Tulpen, dass ich mich da richtig festgeklammert habe. Das hat mich so ein bisschen in die Realität wieder zurückgeholt von diesem Eindruck des Morbiden. Ist das dir nicht so aufgefallen? Also morbid habe ich, also ich weiß jetzt nicht, wie sieht er, aber es sollten keine morbiden Bilder sein. Ja. Ich finde, Malerei hat auch immer was mit Hoffnung und Blick in irgendeine Zukunft zu tun. Ich würde jetzt nie, glaube ich, morbide Bilder malen wollen oder so, weil so ein Bild, da male ich einen Monat dran und wenn ich die ganze Zeit denke, oh, wie morbid ist das alles, dann würde ich verzweifeln. Also das ist nicht meine Absicht. Also es ist schon eher das Prinzip Hoffnung dabei und deshalb, also denke ich da nicht dran. Ja. Gibt ja sogar ein Bild, wo Hope. Genau, und Hope steht sogar auf den Bildern. Genau. So, da drüben sind auch noch zwei Meldungen. Ja. Und da hinten ist, glaube ich, auch noch eine Meldung. Ja. Ich wollte mal kurz fragen, wie lange Sie sozusagen vorher gedanklich durchgehen, bis Sie mit einem Bild anfangen, also quasi sozusagen die geistige Vorarbeit, wie lange die im Schnitt dauert, bis Sie dann anfangen zu malen, dass dann nochmal einen Monat quasi dauert. Das dauert alles sehr lange. Das wird immer länger. Also früher bin ich schneller einfach angefangen und heute lege ich das alles hin und her und durchdenke das eigentlich recht lange, viel länger als früher noch. Also es wird alles immer länger. So. Also die Malzeit eines Bildes ist immer so, bei einem großen Bild brauche ich so etwa einen Monat, arbeite ich daran, weil die Bilder sich so in mehreren Schichten aufbauen, so dass ich mit sehr kleinen Pinseln immer ein Bild immer wieder male, so Schicht für Schicht. Das ist so etwa ein Monat Arbeit, aber die Vorarbeit ist auch mittlerweile sehr, sehr lange. Dadurch, dass die Bilder auch wahrscheinlich hinterher so sehr kompliziert sind, überlege ich mir vorher schon recht genau, wie ich es dann auch haben will, weil es ist nicht mehr so viel möglich zu verändern dann am Ende. Dadurch, dass ich jetzt so mit sehr klaren, glatten Schichten arbeite, muss das schon dann irgendwie dann irgendwann doch recht stimmig sein am Ende. Da lässt sich nicht mehr so viel korrigieren. Deshalb ist die Vorarbeit sehr lang auch. Und wie gesagt, manchmal, wenn ich einfach nicht weiß, wie ich es machen soll, wie bei diesem Bild eben mit diesem Kubus im Lehmbruck-Museum, dann gehe ich da manchmal, dauert es 5 Jahre, bis ich dann endlich die richtige Idee habe und die dann auch noch umsetze. Also das ist sehr so. Also aus Betrachterperspektive kann ich bestätigen, dass man den Eindruck hat, dass Ihr Werk immer komplexer wird, die Bildräume immer anspruchsvoller, immer vielschichtiger noch, jetzt über 30 Jahre hinweg. Was ja schon sehr bemerkenswert und sehr ungewöhnlich ist, weil in den meisten Künstlerkarrieren hat man eher den umgekehrten Weg, dass was sich irgendwo einrastet, weil es dann erfolgreich ist oder gut funktioniert oder einfach mit so einer Routine dann absolviert wird. Und bei Ihnen hat man ja wirklich das Gefühl, dass Sie sich nie zufrieden sind, immer dann nochmal eine Schwierigkeit mehr stellen, eine neue Herausforderung nochmal suchen oder nochmal eine Brechung mehr, die jetzt nicht heißt, aber dass es verkompliziert wird im Sinne von anstrengend, sondern wir haben ja gerade bei dem Bild gesehen, das ist ja trotzdem dem Sinn einfach anzuschauen, aber was alles drinsteckt, ist völlig klar, dass man das nicht mal so in einem Nachmittag konzipieren kann, sondern dass da diese ganzen Dimensionen erst hinzukommen und natürlich dann auch die ganze Erfahrung mit reinspielt. Und ich habe eben auch gemerkt, dass man, die Bilder werden komplizierter, wenn man das auch kann oder sich das zutraut. Ich hätte manche Ideen gar nicht gehabt, als ich das nicht malen konnte. Also man hat schon auch so einen Fokus. Man traut sich Dinge erst zu, wenn man auch in der Lage ist, das vielleicht umsetzen zu können. Also sonst, ich wäre nie vor 30 Jahren auf die Idee gekommen, so komplizierte Spiegelungen zu malen, weil ich gar nicht in der Lage dazu gewesen wäre. Und ich hatte damals auch immer noch, das sage ich auch meinen Studenten immer, diesen Satz, wenn ihr, ich weiß gar nicht, ob das, wer hat den gesagt? Ich glaube Caspar David Friedrich, aber ich bin nicht ganz sicher. Wenn ihr nicht könnt, was ihr wollt, müsst ihr wollen, was ihr könnt. Und das ist immer so ein Satz, den ich oft meinen Studenten, wenn die so verzweifelt sind, mit auf den Weg gebe. Man kann nicht Dinge vom Zaun brechen, wenn man die einfach
nicht kann, dann sollte man lieber das wirklich das wollen, was man kann. Sonst verzweifelt man einfach. Und das war immer so ein Satz, den ich mir immer so, der mich immer so begleitet hat und der jetzt auch einige meiner Studierenden begleitet, glaube ich. Und deshalb werden die Bilder einfach immer komplexer, weil ich wahrscheinlich ja mir auch immer mehr zutraue, was ich dann auch wirklich umsetzen kann oder überhaupt auch erst auf die Idee komme, sowas dann zu malen. Das wäre vorher nicht so gewesen. Aber da war noch. Hier, ja. Also was mich interessiert ist, also wo liegt Ihre Motivation, sich so mit der klassischen Moderne auseinanderzusetzen? Also wir haben ja in dieser Ausstellung ganz viele Bezugspunkte, ob das Kirchner ist, ob das Macke ist, ob das Marc ist oder auch René Sintenis oder so. Und ja, wenn Sie mir das beantworten können. Also angefangen hat das eben damals im Haus Lange, weil das die Sammlung war, die dieser Familie Lange, die ich immer auf diesen Schwarz-Weiß-Fotos fand. Und ich habe dann so eine kleine Recherche gemacht. Ich wollte wissen, wo sind die Bilder heute geblieben überhaupt? Also wie sind die weiterverkauft? Gehören die noch der Familie? Ich bin dann nach Eindhoven gefahren, habe mir dort die Chagalls angeguckt, die dann jetzt dort sind, oder die Nationalgalerie, die dann eben diesen Kirchner Potsdamer Platz hat oder so. Ich habe dann da noch so eine Recherchearbeit draus gemacht und habe immer zwei Bilder gemalt. Eins, wie es damals war, und dann eins, wo das Bild heute so ist. So ist das eigentlich entstanden. Aber auch natürlich, ich habe auch immer so einen persönlichen Moment dazu natürlich zu erzählen, dass ich einfach früher diese Expressionisten, die standen mir wirklich bis hier, weil in meiner Kindheit gab es Kalenderblätter, es war immer alles voll mit diesen Bildern, überall in der Schule, das habe ich auch schon öfter erzählt, guckte ich über meinen Mathelehrer, war verzweifelt an der Mathearbeit und da hing dann irgendwie so der Hutladen von August Macke und daneben auch noch der Schrei von Edvard Munch und ich bin, das waren dann wirklich so Momente, wo ich dachte, boah, das ist ja nicht, also ich war danach, ich habe immer großen Bogen um diese Expressionisten im Museum dann gemacht, also jahrelang. Weil ich dachte, nee, das brauche ich wirklich nicht. Meine irgendwo in allen möglichen Wohnungen diese Kalender und dann eben noch in der Schule diese schreckliche Erinnerung und so. Und ich habe die aber dadurch jetzt, ich habe mir das wirklich wieder angeeignet. Ich habe mir die Bilder dann einfach nochmal wieder genauer angeguckt und ich habe sie auch mittlerweile durch dieses Beschäftigen damit auch wieder ja, lieb gewonnen auf irgendeine Art. Das ist eigentlich auch so ein ganz schöner Moment gewesen. Bitteschön. Ja, jetzt ist da, glaube ich, also wir müssen, ich habe sie auch im Blick, aber ich glaube, da hinten geht es jetzt weiter. Ja, ich habe zwei Fragen. Das eine, haben Sie auch persönliche Bezüge zu diesem Haus im Mahl? Und bei dem Bild, ich muss immer eine Wand hinter mir haben, was sieht man hinter der Glasscheibe? Sind das auch ist das persönliche Umgebung von Ihnen oder ist das ein Kunstraum, wo Sie irgendwie in einem Museum waren oder sonst was? Also zwei Fragen. Nee, das ist schon persönlich. Das ist so der Blick quasi von meinem Schlafzimmerbalkon in so einen Innenhof, wo auch irgendwelche merkwürdigen Häuser stehen, die sicher jetzt nicht die schönsten sind. Also das ist einfach so das, was sich dahinter dann spiegelt. Und das war erst, ich habe lange überlegt, was ich da nehmen möchte. Ich habe ja hier auch noch so ein Bild, wo ich endlich geschrieben habe. Das ist mehr so ein Blick ins Grüne. Aber mir gefiel einfach mit diesem, ich muss eine Wand hinter mir haben, gefiel mir diese Architektur, diese 70er Jahre Architektur, gefiel mir einfach da ganz gut so, dass sie sich da so im Hintergrund spiegelte. Und dieses Haus ist einfach für mich so ein Prototyp. Ich bin an diesem Haus vorbeigefahren und es hat mich einfach an Mahl erinnert. Das war ja, wie gesagt, in Mülheim fuhr ich da vorbei und dachte noch, boah, was ist das für ein hässliches Haus? Und das sieht ja genauso aus wie die Häuser damals bei uns zu Hause. Und so bin ich einfach auf dieses Haus gekommen. Ne? Bitte. Signieren Sie Ihre Bilder nicht? Doch, aber von hinten. Danke schön. Weil das würde das Bild einfach stören. Also Sie sind alle von hinten signiert und datiert und die Jahreszahl steht drauf und ohne Titel natürlich alles. Also immer Jahreszahl und ohne laufende Nummer steht hinten gut drauf. Danke schön. Bitte schön. Ja, ich weiß nicht, hier war noch da. Wo wir gerade dieses Bild dort sehen. Hören Sie Musik, wenn Sie malen? Also es ist ja ein Hitchcock-Film. Ja, auch, ich höre so ziemlich viel, weil ich arbeite oft weit in die Nacht hinein. Ich
Ich habe am Abends die meiste Ruhe und da ruft mich keiner an, keiner will was von mir und dann arbeite ich oft sehr in die Nacht hinein, zumal ich es auch manchmal muss, weil ich einfach da nicht aufhören kann, weil sich sonst Nähte bilden oder so. Und dann höre ich zwar auch Musik, aber ich habe auch einen kleinen Fernseher da stehen und ich höre immer Fernsehen. Das ist für mich auch manchmal ganz angenehm, weil dann im Hintergrund, ich bin da nicht so alleine. Ich genieße zwar auch das Alleinsein, aber ich höre mir irgendwelche Sendungen an oft, weil Musik bringt einem manchmal in so spezielle Stimmungen, die ich da nicht unbedingt möchte, die legen sich sonst so übers Bild und haben eigentlich gar nichts mit dem Bild zu tun. Deshalb höre ich höre Musik gerne beim Bespannen, beim Grundieren, bei solchen Dingen, aber wenn ich so in so einer konzentrierten Malphase bin, höre ich nicht so gerne Musik. Ja. Mich würde interessieren, was Sie in Rom gemalt haben als Stipendiantin der Firma. Da habe ich diese Massimo. Ganz großen Früchtebilder gemalt, 7 Meter hohe Obstbilder mit italienischen Landschaften zum Teil auch. Also da sind diese ganzen vielen Früchte entstanden und eigentlich hauptsächlich diese Obstbilder. Also noch so ein paar Tierporträts, das war so das Ende. Und in dem Jahr habe ich ganz große Früchtebilder gemalt. Haben wir hier in der Ausstellung? Nein, haben wir hier nicht. Haben wir hier nicht. Das war thematisch nicht so gut hier. Und die sind auch zum Teil sehr, sehr groß. Eben wenn so ein Bild 7 Meter hoch ist, das passt hier einfach auch gar nicht in die Räumlichkeit. Und ich wollte das auch so ein bisschen, jetzt, das ist ja jetzt hier nicht so richtig eine Retrospektive, ich wollte das schon so ein bisschen thematisch einfach eingrenzen hier. Es sollte jetzt nicht so ein Potpourri von allen Bildern sein, die ich jemals gemalt habe. Frau Kneffel, parallel läuft eine Ausstellung in Kochel. Verraten Sie uns, ob etwas Größeres für das nächste oder diese Jahr geplant ist? Meine Planung ist als nächstes am 11.11. eröffne ich in Rom in der Galerie Larry Gagosian meine Ausstellung. Da freue ich mich sehr. Da gibt es ganz neue Bilder, die noch niemand gesehen hat. Das ist ein ganz schöner alter, in einer spanischen Treppe, ovaler Raum, in dem ich ganz neue Bilder zeige. Und im nächsten Jahr werden einige der Bilder mit noch anderen, werden dann ins Kurhaus Kleve gehen, nach Kleve. Und im Gertsch-Museum in der Schweiz, in Burgdorf heißt es, glaube ich, genau, wird auch noch eine Ausstellung dann stattfinden. Also es gibt 2 Museumsausstellungen nächstes Jahr und Ende dieses Jahres eben noch mal eine bei Gagosian in Rom. Das sind so die nächsten Termine erstmal. Bitte schön. Letzte Frage. Ich verstehe das auch so, denn Sie sprachen gerade davon, zu Ihren Studenten sagen Sie, die sollen in dem Rahmen arbeiten, was sie können. So, jetzt sind ja Ihre Bilder wirklich von einer handwerklichen Qualität ohne Ende. Viel, viel Respekt. Gibt es jemanden, der Sie korrigiert oder bis zu welcher Phase hatten Sie jemanden, der auch mal gesagt hat, lichttechnisch, handwerklich vielleicht nicht so gut? Ab wann waren Sie wirklich ganz frei oder sagen, nur ich selber entwickle mich da weiter? Naja, wenn man dann aus einer Akademie raus ist, dann reden nicht mehr so viele Leute mit einem über die Bilder. Also dann hat man vielleicht noch gute Kollegen, aber bei Eröffnungen kommt ja niemand her und sagt, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht oder das finde ich aber schlecht oder das finde ich gut im Grunde, das ist ja mehr, also die Erfahrung ist so, nach der Akademie redet man erstmal nicht mehr so viel über Bilder, dann hat man noch gute Kollegen oder Freunde, mit denen man darüber spricht und dann habe ich natürlich meinen Mann, der eben auch Künstler ist, mit dem ich auch über Bilder rede, aber während ich male, rede ich eigentlich nicht so gern über Bilder, muss ich sagen, weil das beeinflusst, da reicht mir schon, da will ich noch nicht mal jemanden da haben, der einfach guckt, weil schon so der falsche Blick kann einen schon verzweifeln lassen, weil man hat auch Durststrecken in dem Bild oder wo man wirklich verzweifelt ist und denkt, man kann es nicht retten oder es klappt nicht oder es war wirklich jetzt die falsche Idee oder es ist, und dann, wenn dann jemand wirklich da vorbeigeht und nur einfach komisch guckt, kann das einen schon wirklich umwerfen, das braucht man dann nicht. Also ich rede gern mit Leuten über Bilder, wenn sie dann fertig sind, aber nicht in einem Arbeitsprozess. Das habe ich nicht so gern. Doch, der darf da auch sein und durchgehen, aber ich möchte möglichst nicht darüber dann sprechen. Außer ich frage natürlich was oder habe dann wirklich irgendeinen Punkt, wo ich dann ganz ratlos bin und frage dann mal oder so. Aber eigentlich so in so einem Arbeitsprozess ist mir es am liebsten. Ich finde selber so den Weg und bringe das selber so irgendwie an den Punkt. Das ist schon wichtig dann irgendwie.
Ja, ich glaube, an dieser Stelle hören wir auf. Wir könnten natürlich noch viel, viel weiter uns unterhalten und Fragen stellen, weil das einfach so lebendig und so bodenständig und so nachvollziehbar ist, wie Karin Kneffel das erläutert und auch wie Wolfgang Ulrich die Fragen eingefädelt hat, ganz sensibel, ganz analytisch und dann wieder zurückgegeben hat zur Künstlerin. Das war schon beeindruckend. Ich möchte mich ganz herzlich bei Karin Kneffel und Wolfgang Ulrich für dieses wunderbare Gespräch bedanken. Applaus